Ja, Leute, willkommen zu einem weiteren Let's Play von mir zu. Vielleicht sieht man es schon. The Legend of Zelda: A Link to the Past. Ja. Warum gerade dieses Spiel? Ich wollte es schon ewig nochmal spielen. Das ist ein hammergeiles Spiel. Und ich denke mal, ohne große Umrede werde ich auch direkt unseren Helden benennen, wie er auch überall heißt. Link. Und dann starten wir das Abenteuer. Hilfe! Bitte hilf mir! Ich bin es, Zelda! Ich werde im Verlies der Burg festgehalten. Ich habe furchtbare Angst. Aghanim hat die Burg voll unter seiner Kontrolle gebracht und er versucht nun alles, um das Siegel der sieben Weisen zu brechen. Deshalb hat er den anderen sechs vermiesten Mädchen etwas Schreckliches angetan. Nur ich bin noch übrig. Hol mich doch endlich hier heraus. Hilfe! Link, ich gehe kurz fort. Am Morgen bin ich zurück. Bleib im Haus, verstanden? Ja. Und so dreist wie wir sind, tun wir das auch nicht. Oh, eine Lampe. Ja, das weiß ich auch. So. Ja, den Anfang kenne ich ja noch. Ja, wir müssen jetzt zu Prinzessin Zelda und sie retten. Und wie jedem Zelda wird sie natürlich von Ganondorf wieder entführt. Ich glaube, in dem Teil erst ein bisschen später. Wie man auch schon mitgekriegt hat, ist das Ziel des Spiels, die sechs Waisen zu retten. Und das werden wir auch tun. Ah, Link, ich wollte dich nicht in diese Sache hineinziehen. Aber warum hast du nicht auf mich gehört und bist im Haus geblieben? Hier, nimm mein Schwert und das Schild und hör mir genau zu. Unser Volk allein besitzt das geheimnisvolle Schwert mit besonderen Kräften. Ja. Bitte, Link, hilf mir. Mein Ende ist gekommen. Bitte rettet die Prinzessin. Sie hat nur noch dich. Ah, mein Ende naht. Die Prinzessin, du bist ihr. Dö, und los geht's. So. Ja. Wir sind natürlich mal wieder der Prinzessin Zelda retten muss. Wie immer. Oh. So. Du auch weg. Und die ersten Rubine. Und Magie. Machen wir gerade mal Licht. Machen wir mal Licht. So. Und los geht's in die Burg. Haben wir noch ein paar Büsche. Ja, da hatte ich damals immer Angst rauszugehen, weil ich sterbe. Und da habe ich immer Pflanzen auf ihn geworfen. Ja. Hat auch immer ziemlich gut geklappt. So, rein da. Was man auch anmerken muss, ist, dass das Spiel Hammer ist. Ich habe es damals geliebt. Und es ist. Damals fand ich es groß. Heute finde ich es klein. Mal schauen, wie lange ich brauche. Ja, jetzt gehen wir erstmal in das Verlies. Nun treten die Prinzessin. Ja, komm. So. Oh, ein Schlüssel. Und das ist auch meiner Meinung nach eine sehr gute Erkennung, dass er nicht immer wieder erklärt wird. Hättest du den kleinen Schlüssel gefunden? Er ist für eine kleine Tür da. In anderen Zelda-Spielen kriegt man immer erklärt, dass ein kleiner Schlüssel für kleine Türen ist. Obwohl man es nicht nach spätestens nach dem zweiten oder dritten weiß. Naja. Und weg mit ihm. Werfen wir erstmal Vasen an den Kopf. Ja. So, dann sind wir auch gleich da. Und da kriegen wir auch gleich unser erstes. Ja gut, eher unser zweites Item. Unser erstes nützliches, sag ich mal. So.
Oh mein Gott. Den Bumerang. Und den will ich auch. Oh Gott. Ja, ich hoffe, ich sterbe nicht in diesem Spiel, sonst kriege ich einen Anfall. Ich habe bisher jedes Zelda-Spiel mit null Tode durchgespielt, wenn ich mal eine Feder dabei hatte. Soll ja nicht verboten sein. Aber wie tief geht das denn bitte runter? Ja, der Raum ist ja auch völlig unnötig. Weil nein, die Entwickler dachten, hey, wir bauen einen unnötigen Raum rein, das ja, bringt Zeit. Verschwendet sinnlose Zeit. Und den werfen wir Vasen an den Kopf. Das ist meiner Meinung nach auch die beste Taktik. Zack. Der große Schlüssel. Boah, das sehr großes hätte ich niemals erwartet. So. Ja, kleiner Witz. Ich danke dir, Link. Irgendwie habe ich gespürt, dass du kommen würdest. Hör mir gut zu, Link. Die Burgwachen stehen alle unter Akainems magischen Bann. Der Zauberer ist ein unmenschlicher Dämon mit gewaltiger Macht. Ich fürchte, mein Vater ist schon. Oh, ich habe solche Angst. Verstehst du mich? Nee. Ja, okay. Schnell, lass uns hier verschwinden, ehe der Zauberer etwas merkt. Ich kenne einen Geheimgang. Dazu müssen wir in den ersten Stock. Na los, komm schon. Ja, hetzt du mich nicht durch die Gegend. Ich mach das so langsam, wie ich will. Ja. Okay, Boomerang einfach weg. Wunderbar. So. Und dann gehen wir weiter. So, ich renne da jetzt einfach durch. Also ich finde, für Super Nintendo hat das schon doch recht gute Grafik, ne? Ja, ich finde sowieso teils die alte Grafik besser als die von heutzutage. Liegt aber wahrscheinlich daran, dass ich mit der sozusagen aufgewachsen bin. Egal. So, erster Stock. Wunderbar. Und dann laufen wir in den Thronsaal. Nehmen eine Vase mit. Oh, ein Herz. Zack. Zack. Weg. Ja, die Wachen stehen unter seinem Bann, aber wir töten sie. Toll. Link, der Brutale. Vom Thronsaal aus gibt es einen Geheimgang zur Kathedrale. Sicher wird uns der Priester dort helfen. Nur Mut. Müssen wir unbedingt in eine Kirche rein? Naja, nee, Kathedrale. Ja, und weiter. Dieses königliche Wappen verbirgt einen Geheimgang. Hast du eine Lampe dabei? Es ist nämlich Stockfinster da drin und ohne Licht kommt man nicht sehr weit. Bist du bereit? Dann lass uns jetzt gehen. Komm her, hilf mir beim Schieben. Wir müssen es von links, von der linken Seite anpacken. Nun mach schon. Ja. Über Power. Und rein geht's. Oh Gott, ist das dunkel. Oh Gott. Ich würde sagen, wir machen erstmal Licht. Dass wir überhaupt mal was sehen. So. Ja, die Ratten verlieren sehr oft Rubine. Ja, da 5 zum Beispiel. Oder wieder ein Licht. Wunderbar. Und runter. Ja, wir gehen runter, um wieder hochzugehen und dann um wieder runter zu gehen. Schlangen. Ja, dreh dich bloß nicht um, Link. Toll wäre es, wenn die Prinzessin auch noch Schaden nehmen würde. Oh je. Naja, es hätte was für sich, ne? Wäre ja auch nur realistisch. So, und bevor ich hier weitergehe, mache ich einen kurzen Schnitt. Bis gleich.